Heyo, hallo und herzlich willkommen in Grillchunkies Hardware Ecke. Kleines Laber-Info-Video heute. Ja, was gibt's Neues? AMD hat Ryzen 5000 liefern können. Wie ich darauf komme, woher ich das weiß. Deshalb, ich habe meinen Ryzen 9 5950X bekommen. Mhm. Aufgetaucht ist er nirgends mehr. Vom Alternate war der. Er ist nicht gelistet worden. Er ist direkt versendet worden. Ja. Haben wir erst vor einem Monat bestellt. Ja. Also, es gibt Bastelvideo von mir wieder. Ich werde jetzt meinen PC zerpflücken, den Ryzen 5000 einbauen, die Wasserkühlung umbauen, die werde ich in die Front setzen, dazu auch die anderen Lüfter in die Front rein. Leider muss ich sagen, aber hilft nichts. Warum, wieso, weshalb, das werde ich dann im Laufe des anderen Videos sagen. Tja, und ansonsten muss ich mich jetzt noch ein bisschen auskotzen. Liebe Leute von AMD, kann man nicht irgendwelche Lieferzeiten sagen? Und wenn es nur ungefähr ist, die Leute, die Kundschaft dermaßen was warten lassen, ist nicht gut. Ich war jetzt wirklich kurz davor, den wieder abzubestellen und doch wieder auf Intel zu gehen. Mhm. Ja, aber jetzt ist er Gott sei Dank da und wird verbaut. Ja, und was mich noch ankotzt, das sind die ganzen Preistreiber. Auch Shops sind dabei, wo ich mir den Ryzen bestellt habe, war er zuerst bei Alternate gelistet für viel zu teure 899 Euro, muss ich sagen. Bei 799 oder was wäre er ja UVP gewesen. Naja, habe ich mir gedacht, okay, 899 Euro, ich habe extra meinen Spielautomat dafür verkauft, schlage ich zu. Ging nicht. CPU nicht bestellbar. Ja, dann war sie wieder kurz weg. Und dann war sie wieder da. 919 Euro. Ey, Alternate. Das finde ich schon eine Frechheit. Ich hätte ansonsten nämlich für 899 bestellt, aber naja. Gut. CPU bestellt. Keine Information zur Lieferzeit. Naja, ich habe es ausgehalten, ich habe es überlebt. Und was mir dann noch aufgefallen ist, tja, das ist ein anderer Shop in Berlin. Hat diese CPU, war jetzt die ganze Zeit für 900, ich glaube 90, 97 Euro gelistet. Also, die haben gleich nochmal eine Ecke mehr drauf gehauen. Und nachdem ich die Versandmail bekommen habe von Alternate, habe ich natürlich geguckt, ob sie wieder verfügbar sind irgendwo. Und dann habe ich doch glatt gesehen, dass da auf einmal bei diesem Berliner Gehäusekönigs-Shop die CPU jetzt drin steht für 1097,08 €. Ey Leute, seid ihr bescheuert? Wollt ihr unbedingt jetzt noch ein Weihnachtsgeld haben oder was? Also, das finde ich eine absolute Frechheit. Bei euch werde ich definitiv nie irgendwas bestellen. Weil zumal sogar den Ryzen 9 3950X, der ja die ganze Zeit eigentlich verfügbar ist, haben sie jetzt für 997,82 € gelistet.
Also da muss ich mich schon fragen, ob sie nicht ein bisschen einen Schlag weg haben. Bei Alternate kostet er zum Beispiel 719 Euro. Hey, das sind weit über 200 Euro mehr. Also, wer in Berlin beim Gehäusekönig bestellt, ist selber schuld. Der hat anscheinend zu viel Geld, muss ich klipp und klar so sagen. Das ist eine Geldmacherei, eine Preistreiberei und sowas unterstütze ich nicht. Mir hat es jetzt schon gereicht, dass ich so viel für den bezahlt habe, aber was will ich machen? Ich wollte ihn unbedingt haben und jetzt habe ich ihn. Also, ich werde jetzt dieses Video schnell bearbeiten, raushauen, noch ein paar Sachen am PC machen und dann werde ich in aller Ruhe meinen PC zerrupfen, den umbauen, schön Video dazu machen und euch das dann raushauen. Also nach diesem Video, das nächste Video ist dann auf dem Ryzen 5000 gemacht, umgerödelt, umgewandelt, gerendert worden, genau. Gut, alles klar Leute, dann würde ich euch sagen, morgen gehe ich auch noch zum Shoppen, dann mache ich auch noch ein Grillvideo. Genau. Okay. Oder Küchenvideo. Wir werden sehen. Leute, wir sehen uns. Hasta la vista. Bis demnächst.